Nutzen Sie aus dem 2D-Zeichnen-Bereich nun die Werkzeuge, um das Waschbecken zu zeichnen. Angefangen beim Werkzeug Rechteck. Wählen Sie das Werkzeug aus. Links in den Eigenschaften haben Sie noch die Möglichkeit, das Format, Stiftdicke usw. einzustellen. Wir machen das gleich über die Layer. Klicken wir den Layer-Knopf an. Aus der Schnellauswahl können wir den CoSunny Sanitär-Layer auswählen. Die Stiftdicke kann hier noch mit 0,25 eingestellt werden, Strichart durchgezogen, Linienfarbe schwarz. Es ist ein Menü erschienen, bei welchem das Rechteck so eingestellt ist, dass es über die Diagonale eingegeben wird. Und dann werden wir so vorgehen, dass wir den ersten Punkt des Rechteckes anklicken und dann die Breite und Tiefe des Rechteckes über die X- und Y-Werte in der Dialogzeile unten angeben. Das Ganze wird auch übrigens im Maßstab 1:100 erzeugt. Dann geht es los, indem wir in die Zeilenfläche klicken. Es spannt sich an dem Fadenkreuz eine Vorschau des Rechteckes auf. Geben wir unten in der Dialogzeile beim X-Wert 0,8 ein, ohne Enter. Mit der Tabulator-Taste blättern Sie ins nächste Feld, um in Y-Feld 0,45 einzugeben. Wenn beide Werte drinnen stehen, drückt man Enter. Das Rechteck ist fertig gezeichnet. Mit Escape wird das Werkzeug beendet. Wenn Sie links unten an die Projektion fahren, der achteckige Knopf nebendran, öffnen sich weitere Werkzeuge der Fenstersymbolleiste, bei welchen Sie unter anderem ganzes Bild darstellen, anklicken können.